Hey ihr Lieben, hier ist eure Tyra. Ich bin heute in Bikini, denn ich mache mir heute mal ein Bad und zwar kein gewöhnliches, denn ich bin Fan von Königin Cleopatra und deswegen gibt es heute ein Cleopatra-Bad. Wie das Ganze ausschaut und was ich da so reinmache in mein schönes Badewasser, was ich hier schon vorbereitet habe, das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier ein halbes Glas Milch. Normalerweise macht man da mal einen Liter rein. Das kippe ich jetzt schön hier rein. Ich will das Ganze natürlich noch aus, denn wir wollen ja keinen Tropfen verlieren. So. Und dazu habe ich hier auch noch Honig, den habe ich ein bisschen aufgewärmt, damit der sich besser im Wasser auflöst. Das mache ich jetzt auch hier rein. Man sollte 250 Gramm Honig benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel benutzt habe. Ich denke mal ein bisschen weniger. Aber mein Wasser ist ja jetzt auch nicht so voll. Ne? Also ich bin ja eine kleine Person und von daher brauche ich ja ein bisschen weniger Wasser. So, spüle ich hier noch ein bisschen aus. Übrigens, wenn euch aufgefallen ist, ich habe mir ein Stativ jetzt geholt für mein Handy. Ich nehme es gerade auch über Handy alles auf. Und ja, ab jetzt gibt es mich immer mal ab und zu mit Stativ. Vielleicht auch öfters. Ne? So, und das Ganze verrühre ich jetzt mal kurz. Schön mit der Hand. Moment. So. Da ich eine Frau bin, mag ich ja Blumen. Ja, das wisst ihr ja bereits. Und deswegen habe ich mir hier eines der Rosen, die schon ein bisschen gewelkt sind, bevor ich die wegschmeiße, mache ich die auch in meinem Cleopatra-Bad. Ne? Dafür zupfe ich jetzt die ganzen Blütenblätter raus und schmeiße die hier rein. Das könnt ihr übrigens auch machen für euch selber. Ne? Denn Cleopatra-Bäder sind... sollen sehr, sehr beruhigend sein und entspannend. Und es ist genau das Richtige, meiner Meinung nach, für so Mitte der Woche. Wenn man so eine stressige Woche hat, muss man ja noch irgendwie den Rest überstehen. Von daher finde ich das immer ganz cool, wenn man ja, sich zwischendurch immer mal was gönnt. So, Blütenblätter ab, das hier. Das lasse ich mal dran und schmeiß es nachher weg. Sehr schön, sehr schön. Das Ganze verrühre ich natürlich und schneide nun. So, jetzt muss ich das Stativ mal ein bisschen weiter runter machen. Jetzt steige ich schön in mein Bad. Die Wassertemperatur sollte so nicht zu warm sein, also nicht zu heiß sein. 39 Grad ist das Optimalste, ne, wenn man mit Thermometer das Ganze macht. Oder hier, ich weiß nicht, ob es schon Badewannen gibt, die, keine Ahnung, irgendwie, also irgendwelche technischen Geräte gibt, die das misst. Ich fühle es ungefähr ab. Baden sollte man nicht länger als 20 Minuten, also so 15-20 Minuten ist das Optimalste. Und ja, mehr kann ich euch dazu jetzt nicht sagen. Ich werde mich jetzt nur ein bisschen hier in meinem Bad ein wenig begnügen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen, fantastischen Moment. Meine Hände sind ein bisschen nass. Moment. So, ich muss ja mein Handy ausmachen. Bis bald, eure Tyra.